Ja, grüße euch und tschüss, wie eingeschaltet nach zur weiteren Folge Foundry mit mir, dem Fuchsel. So, auf der anderen Seite habe ich schon mal den Schmelzer soweit fertig gemacht, das zeige ich euch gleich. Aber hier müsst ihr jetzt nochmal einen Schmelzer platzieren und dann müssen wir eigentlich die nächste Mission freischalten. Und das mal jetzt am besten so wie auf der Seite hier einfach. Zack. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Wir haben eine Schmelzanlage errichtet. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja, brav gemacht. An dieser Stelle müssten wir eigentlich weitere Anweisungen erhalten, aber irgendetwas blockiert unsere Kommunikation. Ich denke, wir müssen improvisieren. Mhm. Im Archiv befindet sich der Bauplan eines Forschungsservers. Durch eine Materialanalyse sollte ich in der Lage sein, den Bauplan für einen Notsender zu erstellen. Lass uns weitermachen und einen Forschungsserver bauen. Okay, dann bauen wir als nächstes so einen Forschungsserver. Und der ist normalerweise an folgender Stelle. Hier ist er. Okay. Dann bauen wir den. Forschungspaket, ein Rezept. Ich weiß ja nicht, wofür das gebraucht wird. Das ist ja immer die Frage. Stromverbrauch 200 kW. Okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal hier so herstellen. Bis dahin, ja. Im Grunde genommen, hier ist es ja einfach gemacht. Du bist einfach nur aus eine zweite Bahn hier raus. Führt hier rein, macht dasselbe Ding hier. Und auf der anderen Seite habe ich im Grunde genommen dasselbe gemacht. Ich habe halt ein bisschen Boden umgeschoben. Aber im Grunde genommen habe ich hier dasselbe hier. Mit der Ausnahme, dass halt die Computer auf der Teil, die Seite hier sind, die glauben, es ist ja auch noch umändern. Das ist ein bisschen doof, finde ich persönlich. Warte mal, das ändert mir ganz schnell um. So, und zwar brauche ich die Schmelze. So rum und so rum. So, aber jetzt kann ich hier easy hingehen, easy abnehmen, fertig. So, der Rest ist halt einfach hier Strom. Haben noch genügend Biokraftstoff. Und platziere einen Forschungsserver auf dem Fundament. Mhm. Kann ich eigentlich mit dem hier auch irgendwas machen? Abreißen? Es geht sogar. Weiß nicht, ob ich es noch irgendwie brauche. Ich lasse mal zur Sicherheit noch stehen. Nur für den Fall, dass es dann doch irgendwie gebraucht wird und dann heißt es wieder, warum hast du es getan? Halt dich gefälligst als Tutorial, du Idiot! So, die derzeitige Stromauslastung ist halt sehr gering. Ja gut, weil nicht beide Maschinen permanent arbeiten, weil nur eine voll ist. Ja gut, aber eigentlich sollten sie das schaffen. Nehmen wir hier noch raus. Hier Inventar, kann ich es irgendwie splitten eigentlich? Geht das? Automatisch sortieren, ablegen, Gegenstand zerstören. Ja, jetzt war es komplett reingestopft. Ich wollte es eigentlich splitten. Kann man es irgendwie splitten? Das frage ich mich gerade. Umschalt rechte Maustaste. Ah, okay. So geht das, verstehe. Dann würde ich hier nochmal alles rausholen. Ja, so. Und die anderen tun wir hier rein. Und so, und wir haben eine Auslastung von 200. Ja, okay, dann sollte eigentlich die Maschine gehen. Wo ist sie? Server ist hier. Man braucht also noch ein paar Grundflächen. Es ist gut, dass wir noch ein paar Grundflächen haben. Können ja noch ein paar nachproduzieren lassen eigentlich. Weil ich es gerade sehe, ist ja eigentlich auch eine interessante Frage gerade. Warte mal. 1, 2, 3. Okay, machen wir 50. So. Kann ich jetzt theoretisch hier drüber bauen? Was geht? Ist halt drunter ein Loch. Sieht halt nicht schön aus. Aber was willst du machen? Ich weiß, was wir machen könnten. Und zwar habe ich hier vor ein paar Steine abgebaut. Die können wir stattdessen drunter platzieren. Die sieht doch hübsch aus. So. Wir müssen ja ein bisschen auf Ästhetik gehen. Nicht, dass sich Leute anfangen, hier zu beschweren. Weil was soll denn passieren, wenn die Chefs mal kommen und sehen, oh, guck mal. Um in der Forschung voranzukommen, musst du Forschungspakete herstellen. Aha. Stelle einige von Hand her und stecke sie in den Forschungsserver, um den Notsender-Bauplan zu erforschen. Okay, kann man bestimmt auch später dann so herstellen lassen. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. So, als drei Stück. 1, 2, 3. Was dauert jetzt gerade ein bisschen? Technumstäbe. Nee. Hey, wieso braucht er so lange? Hat er wahrscheinlich gerade reingebracht, einfach nur.
So, stelle 3 Forschungspakete her. Erforsche Notsender. Ja, aber übrigens immer noch Nacht. Tagwechsel ist um 6 Uhr. Wir haben jetzt aktuell 23.45 Uhr. Okay, verläuft es mit Echtzeit? Wir müssen ja eh gerade warten. 2 haben wir schon. Ja gut, mit Echtzeit. So, und wir haben Nummer 3. Inventar verwalten, dann stopfen die 3 hier rein. So, nun. Erforschen Notsender. Ah, Forschungsfenster. Notsender. Bandausgleiche. Ermögliche die Teilung. Ah, okay, hier ist es, was ich letztens gesucht habe. Ausbauung ist hier noch 2 Förderbändern. Okay, verstehe. Das sorgt dafür, dass halt die Förderbänder halt eben aufgeteilt werden. Notsender. Forschung starten. Okay. Charakterverbesserung. Gibt es irgendwie eine. Oh, wir haben keinen Strom. Ah! So. 18 Biomasse, rein damit. Warum ist Biomasse ausgegangen? Hier muss mehr ausgerottet werden. Können wir ein bisschen nachfüllen. Beim anderen wird es wahrscheinlich auch bald zur Neige gehen. Und wie fällt ihr eure Bäume? Wie fällt ihr eure Bäume? Ich nehme mal einen Akkuschrauber her. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Strom. Der forscht aber noch weiter, oder? Ja, der hört nicht auf. Aktuelle Forschungsserver, ein Tempo 100%. Okay. Also wenn mehr Forschungsserver da sind, dann hat... Erforscht. Wir haben jetzt einen Notsenderbauplan. Produziere den Sender und stelle ihn auf, aber nicht zu nah an bereits aufgestellten Maschinen, denn die Rettungstrupps neigen dazu, direkt auf den Sendern zu landen. Okay, gut zu wissen, weil ich wollte eigentlich den jetzt gerade bei den anderen aufbauen. Wollte eigentlich an einer anderen Stelle aufbauen gerade. Gut, aber tun wir erstmal bauen. Der Notfallsender braucht Metallurgie, bla bla bla. Notfallsender. Okay, er sammelt erstmal die Materialien, beziehungsweise so wie sie gerade herstellen. So, jetzt haben wir den. Braucht der Strom? Ist meine Frage gerade. Hier, Notsignal senden. Großartig. Tritt einen Schritt zurück und schau nach oben. Boah, der hat hier sogar am Boden kaputt gemacht. Dieser Corporate Command Companion Bureaucrat Bot, kurz C3BB, wird uns helfen, eine Verbindung zum Missionskommando herzustellen. Zuerst müssen wir ihm aus der Kapsel helfen, indem wir sie zerlegen und an einen sicheren Ort bringen. C3BB. Platziere die C3BB-Basis. Erstmal hier die... Ah, geht nicht. Zu wenig Blöcke. Hey, warte mal. C3BB-Basis. Die ist hier explosionsbeständig. Hey, okay, sie hält Explosionsstand. Ich würde gerne auf die andere Seite rübergehen. Setzen wir die mal da drüben hin. Ich weiß ja nicht, was der so alles macht, was man alles machen muss. Muss ja alles noch lernen. Und zwar setze ich den jetzt einfach mal so hin. Willkommen am Boden, C3BB. Wir haben dieses Notsignal aktiviert, weil wir Probleme mit der Verbindung zum Missionskommando haben. Kritischer Schaden an der Missionskommandoraumstation? Spontane explosive Demontage? Das ist äußerst besorgniserregend. Und was jetzt? Sind wir hier gefangen? Das entspricht unserem Protokoll für den Katastrophenfall. C3BB, leite eine gründliche Analyse des Vorfalls ein. Wir integrieren dein erweitertes Bauplanarchiv in unsere Forschungsserver und errichten eine autarke Produktionsstätte, um auch Nothilfe leisten zu können. Mir fällt übrigens gerade auf, dass Karl eigentlich ein Roboter ist. Der spricht aber, klingt aber überhaupt nicht wie ein Roboter. Nicht, dass mich das jetzt halt irgendwie nerven würde, aber...
Ich sag's nur mal. So, Quick Options. Element Erde. Gültiges Kopierziel. Okay, was muss ich jetzt machen? Einfach nur weiter, ja gut, wir müssen halt überlegen, bedenken, wir haben jetzt hier Early Access immer noch. Das heißt, wir könnten bereits jetzt schon mit Early Access durch sein. Also beziehungsweise der Story-Sache halt eben. Und können jetzt halt im Grunde genommen selbstständig halt herausfinden, wie es weitergeht. Bei Forschung haben wir hier mehr als genug Sachen, aber wir müssen ja irgendwie, müssen wir ja auch Sachen herstellen können. Fertiger zum Beispiel. Und dafür brauche ich 5 von denen hier. Okay, das heißt 5 Forschungspakete. 5 Forschungspakete werden hergestellt, indem ich hier 5-mal draufklicke. Wenn wir den Fertiger haben, dann könnte man theoretisch nach der Schmelze hier raus dann irgendwelche Sachen mal fertigen lassen. Zum Beispiel Forschungspakete, die wir hier reinbauen lassen. Jetzt auch sowas wie automatisch forschen. Wenn wir schon Forschungspaket 2. Sprengstoff, Erzscanner, Mineralgestein. Die Core-Container wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man die Basisinfrastruktur. Schalte den Logistik-Container frei, ein Lagergebäude, das mit Lager- und Förderbändern automatisiert werden kann und bildet die Voraussetzung für zusätzliche Infrastruktur Voraussetzungen. Logistik-Container. Okay, verstehe. Ich verstehe. Also brauchen wir erstmal den Fertiger. Den können wir in... Ja, okay, jetzt müssen wir gerade auffüllen. Jetzt müssen wir unten gerade auffüllen. Ein nicht optimales Forschungstempo kann durch zu wenig Strom, fehlende Forschungsgegenstände oder deaktivierte Maschinen verursacht werden. So, Forschungsfenster wird zunehmend den Fertiger lernen. Der Fertiger, oh Mann. Okay, 15 Sekunden braucht er gerade. Gut, wir müssen auch irgendwie unseren Scanner mal erweitern, weil... Weil so finden wir im Grunde genommen, ja, wenig bis gar nichts. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht schlecht, als erstmal noch weitere Bodenflächen zu machen. Frage, was kann ich mit den... Hängt von Gegenstandsmoos ab, wächst auf Erde. Okay, damit kann ich halt eben Bäume pflanzen, wenn die kaputt sind. Zum Beispiel... Ja, jetzt sind die wahrscheinlich alle voll. Rausnehmen. Rausnehmen. Weil vielleicht wäre es vielleicht besser, hier erstmal alles so eine komplette... Oh, er hat was zu sagen! Raus und raus. So, was los? C3 BB. Begleiter, chatte mit C3 BB. Fertiger erforschen. Ich bin schon drum. Du hast recht. Wir brauchen eine Maschine, die gewöhnliche Objekte herstellen kann. Ich bin froh, dass du den Bauplan gespeichert hast. Also los, erforschen wir den Fertiger. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht, weil ich jetzt dazu schnell war. Ah, nee, doch, Aufgabe abgeschlossen. Chatte mit C3BB. Piep, Bob. Ja, ich wundere mich auch manchmal übers Universum. Aber lass uns lieber darauf achten, uns nicht darin zu verlieren, okay? Oh, guck mal, hier fehlt schon das erste Stück von dem Metall hier. Das haben die schon freigebaut. Mokschi Verstecker. Fertiger erforschen. Großartig. Der Fertiger wird als Grundlage für die Massenproduktion der am häufigsten benötigten Gegenstände dienen. Die Tage der Handarbeit sind vorbei. C3BB ist es gelungen, eine begrenzte Verbindung mit der Raumstation herzustellen. Er wird versuchen, nützliche Informationen zu sammeln, derweil wir uns auf die Erweiterung konzentrieren sollten. Aha. Ja, okay, Forschungspaket 2 mache ich noch nicht. Ich möchte erstmal hier noch ein bisschen selbstständig herausfinden. Ist halt. Ja, gut, es ist halt eine riesige Fläche eigentlich, wenn man hier sich so die. An sich, es geht dann auch bis in die Tiefe rein. Also, wir haben noch unendlich. Na gut, unendlich haben wir nicht. Ohne C3
ziemlich viel Material noch übrig. Es wird halt auch nicht ewig halten. Müssen wir bedenken. Haben die hier auch schon ein Loch gemacht? Ja, haben sie. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt Fertiger. Und der Fertiger, das sind Strukturen hier unten. Ich baue mal zwei Stück pro Fläche ein. Und überleg mal ganz kurz, wie ich da jetzt weitermache. Wahrscheinlich werde ich noch zwei von denen hier jeweils brauchen. Das heißt vier Stück. Jetzt habe ich fünf gemacht. Kann ich, jetzt sind es vier. Und ein paar Förderbänder noch. Strom ist aktuell noch nicht voll ausgelastet. Okay, ich probiere jetzt mal ganz kurz hier. Hier haben wir Erde. Ah, okay, der wächst jetzt einfach ganz langsam. Und der hier braucht, wächst auf Erde. Hat er jetzt sich ausgetauscht? Hä? Achso, niemand hat er ausgetauscht. So, es dauert halt, bis der nachgewachsen ist, aber dann können wir wieder Strom machen. So, wie sieht's hier aus? Der Fertiger ist fertig. Sehr schön. Was braucht denn der an Fläche? Na, nicht viel. Und hier mal so die Fläche ein bisschen erweitern. So, und bauen wir hier mal den Fertiger hin. Und zwar an... Ja, im Grunde genommen wird es danach nicht mehr nötig sein. Hier hin. Jetzt baue ich den hier so rum. Einmal und einmal so rum. Warte mal, eine Sekunde nochmal. Den weg, den weg. Null. Drehen, dass die Tafel unten ist. Jetzt haben wir es richtig rum. So, jetzt bauen wir den hier. Hier hin. Und hier hin. Eigentlich muss der Strom raus, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich habe ja noch einen, den könnte ich ja auch mal einfach hier hin platzieren. So, sieben. Jetzt müssen die hier rüber. Und die hier rüber. So. Oh, natürlich. Ich hab da was übersehen. Ach so, im Nachhinein platzieren geht nicht. Also sie müssen im Vorhinein platziert werden. So. Sehr schön. Und wie gut ihre Fertiger. So. Ach ja, stimmt. Okay, ich kriege jetzt aktuell nur so Stangen hier raus. Stimmt. Das habe ich jetzt vergessen. Macht er jetzt unendlich davon, oder... Moment. Output. Output. Jetzt müsste es gehen. Nee, der macht jetzt nur die hier. Warte mal. Rezept ändern. Der macht jetzt die ganze Zeit nur so Kabel hier. Ja gut, ich wollte eigentlich so Bauflächen haben. Dafür müssen wir jetzt eigentlich hier ein bisschen was umleiten eigentlich. Und von da hinten herholen. Weil ich wollte eigentlich, wie gesagt, erstmal so Grundflächen haben. Gerade so. Das heißt, wir hauen erstmal hier den Stein hier weg. Und hier vielleicht die Böden. Dass wir hier dann nach und nach so nach hinten arbeiten. Wobei, wir können eigentlich auch... Na ja, gut, die ersten müssen so gemacht werden. So.
gut. Dann brauche ich wieder ein paar von den Böden hier. Ein paar viele. So. Wir können ja auch... ich brauche noch zwei von denen hier. Mindestens. Vier Stück. Okay, wir können ja auch anfangen... Na gut, ich baue hier nochmal ein paar Böden weg. Weg mit der Natur. Die ist hier nervig gerade. Wäre Vorteil, wenn ich es gleich auf eine Ebene hingebaut hätte. Das war ein bisschen doof in der ganzen Sache. So, jetzt würde ich hier an der Stelle nach hinten bauen. Bis wir im Grunde genommen hier hinten ankommen. So, jetzt tun wir mal noch hier so weit Boden entfernen, bis wir auf eine gerade Ebene kommen. So in etwa. Jetzt müssen wir von hier aus, dann muss erstmal der Stein hier weg. Und der Baum. Der Baum. Jetzt wird erstmal... Naja gut, wir bauen hier eine Firma praktisch gesehen. Das wird hier nicht so auf Schönheit gehen, schätze ich mal stark. Ich könnte hier so direkt so eine Bahn durchmachen, aber das mache ich jetzt nicht. Mal erstmal hier so eine Bahn rüber. So. Ich brauche neues Material. Sehr viel. Und Laufbänder, ich brauche ein paar von denen hier. Davon werden immer zwei hergestellt, oder? Nur eine. Sehen wir gleich. Moment. Werden zwei hergestellt oder nur eine? Eine, okay. Das heißt, ich brauche... zwei, vier bisher. Okay. Na komm. Also es kann jetzt theoretisch bis hier hinten reichen. Oder auch nicht. Wie schnell doch so 96 Platten weg sind. So, noch mehr. Ich denke, mein Ziel ist klar, was ich gerade versuche. Ich versuche jetzt da rüber zu kommen, möglichst viel. Um halt hier einigermaßen vernünftig was hinzubauen. Ja, scheiße, das war das Falsche. Ich wollte die hier haben. So, 8. Schräg nach unten, schräg nach oben. Also sogar gut angesetzt eigentlich. Kann ich eigentlich auf den mitfahren? Nö, schade. So, 2-2. Jetzt brauche ich Förderbänder von danach. Reicht nicht. Müssen wir auch noch ein paar herstellen. So. So, und hier ungefähr würde ich dann dazu gesehen die Fabrik anbauen, sage ich jetzt mal vorsichtig. 12 mal 8. So. Dann auch hier einfach den Weg hier wegmachen. So, das mit dem Löschen ist ein bisschen blöd, dass ich halt hier jeden einzelnen Block so wegmachen muss. Ah ne, Moment, ich kann auch Steuerung F. Oder? Ah, okay. Und jetzt? Schau nach oben oder unten, um die Höhe zu bestimmen. Ah, okay. Okay, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück, das war doch ziemlich gut. Aber ich würde noch gerne hier den Teil hier entfernen. Und zwar... Nee, Moment. Shift F. So, jetzt bohre ich hier einfach nochmal ein bisschen runter. Dass wir hier mit der Bau hier auf einer Ebene sind. Ich glaube, jetzt einen Haufen Erde, aber gut, was soll's. Ich kann die Bord nicht brauchen. Aber können wir jetzt ein Loch auf jeden Fall auffüllen, was die Hilfedrohne da gemacht hat. So. Schön weiter. Na
So, so. Kann ich es nicht eigentlich auch so? Nee, kann ich nicht. Geht nur mit Abbauwerkzeug. Und theoretisch, wenn man hier jetzt auch tief genug gräbt, kann man auch wieder was finden. So, sieht doch schon mal gut aus. So, mal hier den hier. Aber so die Fläche mal hier so 10 mal. Also, ich meine, die 20. Okay, liegt hier das im Weg? Weg den Baum, der hat hier nichts zu suchen. So. Wenn wir gerade an den Loch ankommen. 9. Und. Ah, ne, reicht gar nicht. Wow, dann geht doch der Boden gut weg. So, noch 5 übrig. So, ich wollte die 4. So, warte mal. Es ist gar keine 5er Reihen. Nein! Ich wollte 10 lang haben. 10 mal. Ne, 20 wollte ich so lang haben. Okay, die 4 müssen weg. Okay, dann soll es reichen. So, jetzt brauche ich wieder 100. Eins, ein paar von denen. Des Weiteren brauche ich noch 2 von denen hier. Lass das mal dann drauf ankommen. So. Ups. Was wollte ich bauen? Nehmen wir 20 Stück. Ich wollte die Flächen bauen. Upsi. Aber gut, ich brauche sowieso Förderbänder. So, er hat da hinten was hier zu sagen. Ja, Forschungsbank da. So. Dann will ich hier schon mal anfangen rauszugehen. Zack. Und. Zack. Da und da. Intake, dann machen wir Output. Da kommen die ganzen Platten. Vom Saal angefahren. Jeder einzelne von ihnen. Dab, 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 dab. So, bis hierhin. Dann gehen die Platten jetzt auch bis dahinter. Dann nochmal bis. Oh ne, reicht nicht. Was macht denn, sollen sie erstmal bis hierhin gehen? Es geht ja erstmal darum, dass die ankommen. Und zwar Einrast, drehen, abwählen, rechte Maustaste, schräg nach unten. So und so, okay. Gut, dann machen wir den hier wieder. Also erstmal 5 mal 20. Nochmal. Ja, komm, machen wir nochmal. Wir haben ja die Materialien. Müssen eigentlich auch wieder einsammeln gehen. So, es sollte im Grunde genommen die Grundfläche sein. Hier sollte schön gebaut werden. Okay, sammeln wir schnell wieder ein paar Materialien ein. Zack. Und zack. Das Problem ist halt, dass der gerade hinten. Naja gut, der wird jetzt auch so lange Kabel produzieren, bis halt eben voll ist. Oder kein Strom mehr da ist. Scheiße, das habe ich nicht gedacht. Nein! Nehmen. Nehmen. Okay. Aber gut, das wird ein Strom, das werde ich sowieso jetzt dann gleich anders da machen noch. So. Doch zuallererst brauchen wir noch ein paar Fundamentbodenstücke. Und zwar einen Haufen. Gut, und dann noch ein paar Förderbänder halt. So, und dann würde ich gleich mal unseren. Den hier hinsetzen. An dieser Stelle hier. Kann ich eigentlich an den auch diese Forschungsdinger dahin bauen? Es scheint zu gehen, oder? Ja, doch geht. Ich bräuchte aber halt dafür Stäbe und Maschinenteile. Ich kann halt mit dem hier aktuell hier überhaupt nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen.
Okay, warte mal. Es hätte gehen, aber ich müsste ihn ein, zwei dahinter sitzen. Und zwar habe ich jetzt folgendermaßen das vor. Nein. Erstmal tun wir den hier um 1, 2 erweitern. Erst einmal. Dann tun wir die Bahn hier löschen. Bis zu der Kurve. Mehr. Dann brauche ich 7. Da kommt er hier eins hin und hier eins hin und hier die Kurve. Dann hier runter bis hier hin. Dann hier die Kurve und hier rein. So. Jetzt brauche ich Nummer 6. Der kommt hier hin. Dann brauche ich noch 2, 3, 4, 5, 6. Eine so eine Steigung. Und zwar in die andere Richtung. Und zwar, das war rechte Maustaste, die hier. Schräg nach oben. War nicht so viel, weil so viel brauche ich gar nicht, aber egal. So, 7. Kann ich die jetzt eigentlich auch hier oben drauf platzieren? Was geht? Nein, doch nicht dahinter, du Hirni. Ah ne, das war der richtige. Sehr gut. Gut, dann brauche ich nochmal Förderband. In diese Richtung hier. Hier vorne dran. 1, 2. So, wir können das hier auch gleich nochmal ein bisschen verlängern. Und zwar auf diese Fläche hier. Ah, noch eine. Ich brauche noch eine Reihe, ich brauche noch eine Reihe. So. Und dann haben wir das Folgende schon wieder erreicht, aber ich zeige trotzdem noch schnell, was ich vorhab. Der muss der hier hin. 7, aber gut, ich denke, es ist offensichtlich was. Oh nö, jetzt sind die Förderbänder ausgegangen. Na gut, ich werde es jetzt erstmal hier so ein bisschen weiterbauen. Ich denke, es ist jetzt im Grunde genommen klar. Ich werde jetzt hier vorne, also hier den Fabrikator werde ich jetzt wegmachen, weil der stört mich hier sogar ehrlich gesagt ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Und die Förderbänder hier, die ich hier habe. Und ich werde jetzt... Hier erstmal die Löcher auffüllen. Und ich werde die von hier hinten aus einfach hier so machen. Und hier habe ich halt eben so eine Brücke halt eben gebaut, die halt da über das Förderband drüber kommen. Das wird sich vielleicht später noch rächen. So. Jetzt kann ich hier nämlich schön über die Dinger drüber fahren. Wenn wir hier noch einen drunter setzen eigentlich. Warum ne? Warum? Ja, wegen Optik. So. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Satisfactory, wollte ich gerade sagen. Jesus Spiel Foundry. Foundry wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und ich werde mal schon mal schauen, dass ich hier die Bodenflächen hier fertig kriege und wenigstens die Förderbänder hier noch hinkriege. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.